Ich glaube, das liegt bei ganz vielen, introvertiert oder extrovertiert, dass wir oft ein bestimmtes Verhalten leben, aber eigentlich, weil innerlich wir nach Wärme und Dazugehörigkeit auch suchen. Also ich kenne das mit den gesunden Grenzen, dass mir das schwerfällt, wenn der andere ein Thema hat, das bei mir auch noch in Resonanz geht. Also da fällt es mir besonders schwer, weil ich dann einfach plötzlich nicht mehr weiß, ist es jetzt seine Trauer, meine, unsere beide, was davon ist denn jetzt meins? Und das merke ich, da habe ich wirklich zu tun. Und ich bin Lehrerin an der Schule und oft merke ich das, wenn dann da so viele Kinder sitzen, die ihre Themen mitbringen. Und dass mein inneres Kind noch so aktiviert, dann fällt mir das wirklich schwer, das zu sortieren. Was gehört jetzt zu mir und was gehört wirklich zum anderen? Fällt es dir schwer, weil du vergisst in dem Moment, wer du bist, oder weil du gerne auch dazugehören möchtest oder das kleine Kind gerne mitspielen möchte und dazugehören möchte? Vielleicht gibt es da sowas, was nach Verbundenheit sucht. Das kann sein, ja. Nach Wärme. Ich glaube, das liegt bei ganz vielen, introvertiert oder extrovertiert, dass wir oft ein bestimmtes Verhalten leben, aber eigentlich, weil innerlich wir nach Wärme und Dazugehörigkeit auch suchen. Das ist ein Grund, warum ich die Facebook-Gruppe so für die Akasha-Chronik gegründet habe, weil viele Menschen, wenn sie von dem Seminar weggehen, in ganz anderem Umfeld leben. Aber ich wollte denen die Möglichkeit geben, dass sie jederzeit irgendwo hinkommen können, wo sie wissen, dass sie dazugehören. Und dass sie nicht komisch sind, wenn sie sagen, kann mir einer die Gnadenpunkte mit mir machen? Oder dann weiß jeder Bescheid, weißt du? Und das war ein Grund, warum ich die Facebook-Gruppe aufrechterhalte, damit diese Möglichkeit gewährleistet ist, weil doch viele sich so noch isoliert und einsam fühlen.